Herzlich willkommen zu unserem Testbericht des meistverkauftesten 1,5 Tonnen Kurzeckbagger der Schweiz, der Kubota U17 von Hutter. Die Highlights vom heutigen Video: Fahrwerkverstellung, Löffelwechsel, Planierschilderweiterung, Innenausstattung und praktische Anwendung. Der Kurzeckbagger von Hutter hat starke 16 PS und ein Gewicht von 1650 Kilogramm. Die Breite kann zwischen 99 cm und 124 cm eingestellt werden. Mit der Schaufel kann eine Grabtiefe von 2,31 m erreicht werden. Um die Raupenbreite zu ändern, bewegt man das Schild und die Schaufel auf den Boden, um den Bagger in die Luft zu befördern. Anschließend kann die Breite der Raupen der Situation angepasst werden. Kommen wir zum Löffelwechsel. Zuerst muss der Löffel in eine sichere Position gestellt werden. Danach löst man die Bolzen mit dem im Bagger vorhandenen Werkzeug. Danach kann man die Schaufel vom Greifarm lösen. Um die Schaufel wieder zu montieren, greift man mit dem Baggerarm hinein, hebt sie auf und befestigt sie wieder mit dem Werkzeug, bis die Bolzen korrekt arretiert sind. Das Planierschild kann ganz simpel ohne Werkzeug erweitert werden. Wird die Erweiterung nicht benötigt, klappt man sie einfach nach hinten ein. Um den Bagger in Bewegung zu bringen, startet man den Motor und los geht die Fahrt. Der Planierlöffel und der hintere Baggerarm können bequem mit dem rechten Joystick gesteuert werden. Mit dem linken Joystick kann der Bagger gedreht werden und außerdem der vordere Baggerarm gesteuert werden. Die Innenausstattung besteht unter anderem aus den beiden Joysticks, dem Sicherheitsbügel, dem Sicherheitsgurt, den beiden Hebeln, welche Fahrwerk und Raupen steuern, und eine Anzeige mit Motortemperatur, Treibstoffstand, Stundenzähler, Uhrzeit und Drehzahlmesser. Außerdem dem Zündschloss mit Lichtschalter und dem Fahrersitz, welcher nach vorne gekippt werden kann. Der Kubota U17 verfügt über einen Power-Tilt-Schwenkaufsatz. An diesen Stellen kann der Bagger eingehängt und gehoben werden. Mit Hilfe dieser vier Ösen kann der Bagger für den Transport auf einen Anhänger gesichert werden. Die Dieseltankhaube kann mit dem Baggerschlüssel geöffnet werden. Mit dem Kubota U17 können auch verschiedene Dinge gehoben und transportiert werden. Wir veranschaulichen es anhand des Beispiels mit einer Vibroplatte. Unser Fazit: Der Kurzeckbagger von Hutter ist für unterschiedliche Arbeiten im Gartenbau einsetzbar und gehört schon seit mehreren Jahren zur Grundausrüstung vieler Gartenbaubetriebe.